begrüße euch zu einer neuen Suche nach Wegen in die Unterwelt. Wir sind wieder in heimischen Gebieten unterwegs. Steve ist mit am Start und ein neues Höhlenmitglied, die liebe Corinna, begleitet uns heute. Und wir sind jetzt auf der Suche nach den ersten engen Löchern. Und wir sind nicht ganz allein. Da oben sind noch einige weitere Höhlenkandidaten. Das Gute an der heutigen Tour ist, wir können wieder schön auf Höhlenbuchsuche gehen. Die gab es nämlich in den letzten Höhlen nicht, aber hier scheint wieder in jeder Höhle eins vorhanden zu sein. Ja, hier wird es erst mal ein bisschen eng. Für den Einstieg ganz gut. So, du bist ja hier in der. Ach, da sind ja Stufen. Ja, geht ja wirklich nur tief runter. Ja, ist schön. Ein schön. Stückchen. Na doch, nee, da komm ich hoch. Ach, ganz entspannt. Steve, kannst du sonst mal mitgucken? Ist so spannend. Mein Fuß nicht hier ja, raus. Ja. Jetzt habe ich ihn. Okay, gut. Sehr gut. Ja, ja, ja. Stark. Stark. Krasser Schlitz ja. Hier, ey. Aber bist du jetzt da oben lang, Steve, oder bist du auch unten? Nein, ich bin auch lang hier unten. Naja. Ein Buch! Dann würde ich sagen, Corinna hat die Ehre, das erste Buch an sich zu reißen. Ist was drin? Sag bitte, dass was drin ist. Oh, ja. Eine Tüte haben wir schon mal. Sehr gut. Boah, doppelt verpackt. Unboxing-Videos. Ja, ja, genau. Hier mit Landbrot, Roggenmischbrot. Geil. Das sind die besten Tüten. Was? Kerker. Guck mal. Es scheinen auch schon Kinder drin gewesen zu sein, so wie rumgekritzelt ist. Niedlich. Ja, das ging doch relativ schnell fürs erste Buch. Das ist eine schöne Höhle. So, wollt ihr euch selber eintragen oder soll ich uns auch? Kannst du auch gerne auch mitmachen, wenn du willst. Kannst auch. Geht's dir gut, Steve? Ja. Soll ich Ron schreiben? Was haben wir sonst immer geschrieben? Rondon Johnson. Rondon Johnson. Erstes Buch. Check. Check. So, erste Höhle ist durch, erstes Buch absigniert. Jetzt geht's direkt zur zweiten, in der Hoffnung, dass wir sie gleich finden. Da eventuell. Ich sag mal so, so eine Eingänge hatten wir schon. Die waren nicht schön, aber besonders. Oha! Ja, das könnte sein. Loch Nummer 2 entdeckt. Da oben ist es. So, und dann musst du dich hier so kaminklettermäßig so ein bisschen runtersliden lassen. Wäre jetzt nicht meine erste Wahl. Ja, es ist auch ein bisschen glatt. Also muss ich jetzt vielleicht nicht unbedingt haben. Was ja, ist doch cool. Aber du kannst ja den anderen Eingang dann sonst einfach nehmen. Steve, wo bist denn du? Du nimmst nicht den anderen Eingang. Komm zu mir. Oha. Da muss man sich so ein bisschen reinklemmen. Das ist eine S1, ne? Das kann man mit Kindern machen. Guckt euch diesen Typen an. Boah, spannt aber ordentlich in der Leiste. Mhm. Steve heute sogar ohne Höhlenjacke. Welch seltener Moment. Jo. Jawohl. Und jetzt geht's da links unter dir, müsstest du lang gehen. Wer ist zuerst in Ronny oben? Corinna irgendwo hier unten. Geschmeidig. Easy. Siehst du das Buch? Siehst du das Buch? Ich glaube, dann hätte es schon einen Schrei gegeben. Hier kriegst du genau unter zwei Spinneneiern lang. Das ist richtig krass, ey. Oh Gott, und hier sitzt du, die Mutti. Oh, die Mutti. Oh, yeah. Oh, yeah. Guckt euch mal diese Spinneneier an. Sieht aus wie Weihnachtsbaumschmuck. Da hast du dich an die Ecke noch nie gefunden. Stand beschrieben, wo das Buch liegen soll? Also. So, jetzt gilt es nur noch, das Buch zu finden. Also theoretisch würde es ja sogar mehr Sinn ergeben, wenn es bei mir ist, ne? Aber so klang es nicht in der Beschreibung. Ich meine, es ist ja kein Geocache. Also die Bücher sind ja normalerweise so, dass man die auch. Ja, offensichtlich halt, ne? Ja, ich wollte noch mal gucken, weil hier geht es noch so einen Spalt runter, ob vielleicht doch hier irgendwas ist. Mhm. Aber hier ist ein Spinnennetz davor, also. Oh ne, zwei sogar. Tschüss. Boah, ist die groß. Ich ändere den Namen der Höhle offiziell in die Spinnenhöhle. Das ist die Spinnenhöhle. Also Sandy, das wäre definitiv was für dich, weil hier sind ungefähr 100 Spinnen. Naja, dann... Wir verzeichnen das als imaginäres Buch. Das Gedankenbuch ist abgehakt. Das sieht so krass aus. Ja, guck mal, wie kugelrund diese Bälle sind. Vor allem, was denkst du, wie viele Spinnen in diesem Ei drin sind? Tausende!
Ja, du übertreibst. Nee, das Tausende. Ist, als würdest du eine Handvoll Konfetti nehmen und das hochwerfen. Ach, wirklich, ohne Mist. Oh. Aber viel, viel kleiner. Kleines viel kleiner. Konfetti. Ich muss schon mal Spinneier wegmachen. Und die waren ein kleines bisschen größer. Ja. Und das habe ich angestochen und dann zu dem Besen weggezogen. Und da hing an diesem Spinnfaden zwischen mir und dem Besen, zwischen dem Besen und dem Ding, hing alles voll und alles ist runtergefallen. Wirklich, krass. Als würdest du so Konfetti fallen lassen. Also ich liebe Tiere, ja, aber irgendwie würde ich schon gerne mal wissen, wie das aussieht. Und dann würde ich alle zu dir schmeißen. Ach, vor allem hier sitzt auch die Mutti direkt daneben, ne? Ja. Die sehen so krass aus, diese Höhlenspinnen. So, Höhle Nummer 2. Check. Jetzt müssten wir theoretisch schon kurz vor der dritten sein. Mal schauen, was da auf uns wartet. Ja, genau, das ist das Loch. Zum Mundloch und Abstieg zur Hauptkammer, nicht weiter zu gehen. Habt ihr dieses dicke Ding schon gesehen? Ja. Ja, ich glaube, das war es wirklich schon hier. Trotzdem mal gucken. Ja, wenn wir schon mal hier sind. Ja, wir müssen auch die kleinen Höhlen schätzen und befahren. So, als nächstes kommen wir an die für die jetzige Tour zumindest größte Höhle. Die hat auch mehrere Eingänge. Von einfach bis schwer ist hier alles vorhanden. Einmal geht's hier rein, hier geht's in den Schacht ziemlich tief runter. Wir nehmen aber für den Anfang den einfachen Eingang und schauen mal, wo wir rauskommen. Da riecht's. Oh, die Höhle ist zweckentfremdet, meinst du? Ach, da hinten bist du. Ah, jetzt check ich das erst, okay. Und hier ist das Buch. Sie hat das Buch. Aber die ist ja wirklich kinderfreundlich. Ist ein bisschen verwinkelt, aber irgendwie jetzt auch doch nicht so groß, ne? Nee, also. Dieser riecht klein. Hätte größer sein können. Buch Nummer 2 für heute. Check. Gelegt am 19. Februar 2015. Ich habe reingeschrieben, folgt mir auf YouTube von Hernandez. Hast du geschrieben? Wirklich? Steht da. Überall Werbung machen, du musst da überall. Also Steve macht mehr Werbung als ich. Du willst, du musst da überall. Oh, Steve, ich gebe dir 10 Euro, wenn du so ein Ei in den Mund nimmst. Einfach schlucken wie so eine Tablette. Nee, ich würde es dir alle aus deinem Mund rausgekrochen kommen. 10 Euro. Überleg dir's. Oh, hier riecht wieder so eine Kacke. Aber sowas von. Du, passt du da durch? Mal gucken. Das sieht schon eng aus. Na gut, aber. Das ist ja nur eine kurze Stelle. Corinna ist mutig. Okay. Na, viel passieren kann nicht. Du kannst halt maximal. Man kann es nur versuchen. Maximal passt du halt nicht durch. Genau. Und dann passe ich wahrscheinlich auch nicht durch. Okay, es könnte doch klappen, oder? Wenn du jetzt so seitlich stehst. Wenn ich mein Knie hier durchkriege. Ja. Nein, noch kriege ich es nicht durch. Wir haben nämlich gerade noch einen Zusatz zu der Höhle gefunden, in der wir gerade waren. Steve, bist du auf der anderen Seite? Stark. Siehst du, ob ich da was für einen Fuß habe? So. Das ist die Striptease-Höhle. Ja, ja, ungefähr, ja. Nee, das hat mich gerade ausgezogen. Ach so, meinst du das? Ja, da bin ich. Ja, stark. Wenn ich jetzt das Loch sehe, schaut mal. Meine Hand passt jetzt hier so in der Länge rein. Und da soll ich jetzt durch. Sie hat es geschafft, mal schauen. So, drück mir die Daumen. Daumen sind gedrückt. Ansonsten bin ich des Buches nicht würdig. Siehst du, aber da ist die kleine Höhle jetzt hier spannender als die vermeintlich größere von gerade. Auf den Stein und ja. Mein Link. Geschlechtsteil ist gerade eingequetscht. Au, oh, mein Schniedel drückt. Oh. Das Dennis. Problem hatte ich nicht. Oha, ey, das ist. Ja, jetzt bist du gleich am Boden. Da ist der Boden. Ja, ja, das Ding ist, der Bauch ist im Weg. Ja. Den Bauch kannst du einziehen. Das Ding ist halt jetzt schon relativ eng. Und ich weiß, am schwierigsten ist immer bei den Schultern. Oh, ich komme hier nicht durch. Scheiße! Nein! Ich will hier rein. Ich habe 6 Kilo abgenommen, wollte ich bloß mal kurz sagen. Also ich mach dir mein Bauch hält fest. Aber ich freue mich für dich, dass du es geschafft hast. Versuch was wert. Mein Dick bist du ja nur auch nicht. Dankeschön. Dankeschön. Also Corinna, herzlichen Glückwunsch. Sie hat das Unmögliche möglich gemacht. Oh, guck mal, passt gerade so der Kopf rein, ja. Ne? Verrückt. Oh, es hat geklappt. Stark. Naja, dann nehme ich halt den einfachen Weg. Schade, aber ja, so ist es halt manchmal. Hallo. Ja. So. Also Ronny, ich mach's nie. Was machst du nicht? Das hier mach ich nie vor Island. Ich hab keine Lust mehr, was zu brechen. Wir müssen nämlich da oben rein. Wo rein? Da oben. Nee. Wenn er da, hä? Das ist der Kamin hier.
ich sehe es auch weniger das Problem hochzukommen, als das Problem dann wieder runterzukommen. Ja. Naja, hier ist alles irgendwie komisch locker. Oh, ich habe schon Lust, hier hochzuklettern. Ah, das sieht ja. Okay, nee, doch. Sieht einfach aus. Du bist ja jetzt schon fast oben. Ja, das ist meistens immer unsere Vorgehensweise. Steve sagt, nein, das geht nicht. Ich sag, warte mal, melde ich probiere bloß mal ein kleines Stück. Und hier kann man sich auch festhalten. Also, tja, das könnte eigentlich gehen. Ja, easy. Hier soll es reingehen. Und mich erinnert das gerade an so ein umgekehrtes Haus, weil deine Beine so nach oben sind. Sieht aus, als würdest du da bequem sitzen und die Beine baumeln lassen, wenn du dich nach oben machst. Jetzt wischst du auch hoch. Irgendwo kommt doch noch ein Schluff. Ja. Hier muss man rein, oder was? Ja, bestimmt. Naja, ich sag mal so. Ich befinde mich in einer sehr misslichen Lage. Und ich weiß nicht, wie ich aus dieser herauskommen soll. Beziehungsweise, wie ich ja weitermachen soll. Also, ich würde es dir ja gern zeigen, aber du passt hier nicht noch mit rein. Aber das, ich glaube, das ist zu eng. Und hier geht's so links. Das ist ein enger Schlupf runter. Oh, was mache ich denn? Ich setze die Lampe die ganze Zeit verkehrt rum auf. Ja. Oh. Dann kann das ja nichts werden. Wenn ich schon durch das Loch da unten hier durchgepasst habe, dann will ich wenigstens hier irgendwo durchpassen. Ich kann alles. Alles und nichts. Ja, Ronny, wenn du dich nicht traust, da durchzumachen, also sorry. Da. Dann traust du dich. Ich weiß bloß nicht, ob ich mich... Dann traut die Corinna sich. Nee, wir wollen nichts riskieren. Oh Gott, jetzt habe ich erstmal wieder... Ach, schade! Ja, aber gut, aber dass wir bis hier hochgekommen sind, also sorry, ja, also das ist... Das ist schon krass. Ja. Dagegen, dass ich hier hochgekommen bin, nachdem du mich so frech beleidigt hast. Siehst du? Von wegen nach dem Motto, nicht, guck mal erstmal, was Steve macht. Nicht, dann mach ich's. Habt ihr das bei YouTube mitgekriegt, wie der mit mir umgeht? Seien wir doch mal ehrlich, ist doch meistens so. Ja. Und das ist auch in Ordnung. Du bist halt der Vorsichtige von uns beiden. Das ist doch auch in Ordnung. Aber es muss halt auch einen Draufgänger geben. Deswegen, und das ist halt die Corinna. Deswegen hab ich. Ich zeige euch eigentlich auch mal kurz, wo ich hier rein wollte. Da wollte ich durch. Das sieht auf Kamera vielleicht machbar aus, aber das ist nicht so richtig. Und da oben ist auch noch ein Raum, aber ich passe da nicht durch. Irgendwo ist hier ein Buch. Naja, nee, also zur Not presse ich hier auch mit meinen Armen in dem Schacht drinne. Immer schön pressen. Ah, das ist auch eine interessante Methode. Oh. Ja, super. Hast du. Gelenkig wie eine Knusperflagge. Oh Gott, oh Gott. Schön, dich kennengelernt zu haben. Wenn du fällst, fällst du weich. Naja, ich würde sagen, das war's für das erste Video. Eventuell wird gleich noch ein zweites folgen. Mal schauen, was wir jetzt noch so machen. Das war doch nochmal ein guter Abschluss, auch wenn es kein Buch gibt. Danke an Corinna, dass er heute mit dabei war. Danke, dass ich mitkommen durfte. Ja, übelst geil abgeliefert. War sehr schön. Steve, auch dir gilt mein Dank. Bis zum nächsten Mal. Adios.